Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Harry Potter und der Orden des Phönix, Part 16. Und jetzt geht's da weiter, wo wir auch aufgehört haben. So. Und? Tragischer Tod eines Ministeriumsangestellten. Broderick Bode, tot in seinem Bett im St. Mungo aufgefunden. Er wirkt von einer Teufelsschlinge. Okay. Okay, jetzt gehen wir zur Bibliothek. Alles klar. So. Große Halle, bla 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 bla. So, wo ist die Bibliothek schon wieder? Hallo? Bibliotheka. Gut. Wie geht? Hey. So. So. Dann da hoch, okay, alles klar. Wo lang? Ah, ja. Wissensdurst. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Na, klar. So. Hi. So. Jetzt haben wir auch das Porträt hier endlich weg. Alles im Lack. Ja. Tragischer Tod eines Ministeriumsangestellten. Uninteressant, was? Gut, das Passwort ist keine Neuigkeiten, sind gute Neuigkeiten. Hm. So, perfekt. Haben wir jetzt auch das Pass. Haben wir jetzt auch den Englisch. Aufregendes Leben, was? Klar. Noch. Okay. Gehen wir jetzt zu den zwei Zwillingen. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, klar. Ja, okay, egal. Ich möchte daran erinnern, dass Sniffler kein Spaß, sondern verboten sind. Ja, ja. Jeder Schüler im Besitz eines Snifflers wird auf der Stelle von der Schule verwiesen. Wissensdurst. Du darfst eintreten, Harry. Stimmt, doch, das geht wirklich ein bisschen länger. Das stimmt, das geht wirklich ein bisschen länger. Finde ich aber nicht schlecht, finde ich gut. Hä? Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Du willst mich jetzt natürlich falsch lotsen hier, mein Freund. Hä? Hier, alles klar, ciao. Komm! Ja, habt das jetzt bald? Schüler, Schüler, Schüler. Ah, hier durch, Alter. Jetzt gehen wir kurz zu denen. Jetzt hau mal ab, Mann! Junge, ich sag's nicht noch einmal, hau ab. Harry, wir müssen mit dir reden. Komm schon, Mädels. Wir brauchen deine Hilfe, wir... Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Austauschen von Notizen in der Klasse verboten ist. Diese Bekanntmachung nerven langsam. Wir haben eine Idee, wie wir sie sabotieren können, aber wir brauchen deine Hilfe. Okay. Hilfst du uns, das woanders hinzustellen? Ja, klar. Wir hochklettern und etwas Plappertisch in den Lautsprecher geben. Aber klar, du kommst, Mädels. Gute Idee, was? Ja, das machen wir. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Danke. Ron, stell du dich dahin. Ich halte dort drüben Ausschau.
So. Ich denke, wir werden Ravenclaw mindestens zwei geschlagen. Ja, passt. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Hä? Wenn Sie eine Frage stellen möchten, heben Sie die Hand. Schüler, die ihre Hand unangebracht heben, erhalten Nachsitzen. Ja, ja, ja. Wingardium Leviosa! Super! So, bis nach vorne hier. Ja, geh doch hoch! Ernsthaft gerade! Danke für deine Hilfe, Harry! Natürlich, klar, aber wenn mich das, dreckige Spielchen nicht mal verarschen wird, wollte. Ey, lass am Herz auf. Ach, komm. Ja. Ja, ja. Ja, mach doch. Weg. Jetzt. Ja, warten. Ja. Schnell, schütte den Trank rein. Ja. Geil. Es funktioniert. Los, wir brauchen noch mehr Plappertrank, damit wir auch die anderen Lautsprecher sabotieren können. Wir treffen uns nachher beim nächsten Lautsprecher. Bis dann, Harry. Alles klar, bis dann. So. 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 Weiter geht's. Ach komm, weg jetzt. Speckham. Oh, ja? So. Sorry. Einmal hier durch. Hängt hier nicht noch irgendwo ein Lautsprecher rum? Ja, hier unten. Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Klar. Wir haben ein wenig Plappertrank gebraucht. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Ron, stell du dich dahin. Ich halte dort drüben Ausschau. Ja, gut jetzt. Darf ich? Danke. Okay. Wingardium Leviosa! Danke für deine Hilfe, Harry. Ach. Entschuldigung, Mädels. Ich muss hier rüber. So. Aufstellen. Perfekt. Dann? Nein. Super. Und einmal das. Ja, komm hoch mit dir, Harry. Junge, jetzt steig doch da hoch, Alter. Hey. Ja. Jeder Schüler in Besitz von verbotenen Publikationen wird der Leck mich doch, Alter. Junge, geh doch da hoch. Ist klar, aber was soll ich... Ja, was soll ich machen? Er steigt nicht hoch. Scheiß Zigeuner. Incendio! Nein! Depulso! Danke! Wingardium Leviosa! Das ist echt was, wo ich solche Aggression kriegen kann, Alter. Nur weil der jetzt nicht hier dran hochklettert, ey. Danke für deine Hilfe, Harry. Ich glaube, manchmal macht es das Spiel für alle absichtlich, dass ich da nicht hoch, dass er mich nicht klettern lässt. Weil er da nicht hochklettert. Jetzt, Mädels, geh doch weg jetzt, mein Gott. Ja, jetzt aber gehst du hoch, du Penner! Ernsthaft, denken Sie immer daran, Sie müssen ungezogen und frech sein!
Prima, wir sehen uns beim nächsten Lautsprecher. Aber beeil dich, es wird bestimmt jemand merken, dass die Lautsprecher kaputt sind. Klar. Wir müssen noch 4 Lautsprecher finden. Aber ihr habt gerade selber gesehen, der ist nicht hochgegangen. Ich weiß auch nicht warum. Nochmal die Partikelzwillinge. Wo sind die? Ach, geh doch mal weg. Ich brauche die Fußspuren. Hau doch mal ab, Mann, Leute. Okay. Dann hier hoch. So. Komm schon, du blöde Treppe. Jetzt geh rüber. Warte mal, der Scheiß. So, wohin jetzt? Hier runter, alles klar. Dann dort lang. Hier. Da durch, perfekt. Alles okay, Harry? Hey. Volo Futurus Unus. Tritt ein, Freund. Ich will nicht eintreten. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Hier läuft mir zu viel Packung. Ich will doch eintreten. Ich würde sagen, ich tritt nicht ein, aber ich will doch eintreten. Ich kann nicht. Ich muss zum Nachsitzen bei Snake. Ja, Pech. Suche die anderen Lautsprecher. Hast du Lust, die anderen zu treffen? Nein, ich muss mit nach. Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Klar. Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Wir stehen, Schmiere. Ist er jetzt gut, jetzt langsam ist. Wingardium Leviosa! Danke für deine Hilfe, Harry. Kein Problem. Ich helfe euch gerne. So, den hin mir. Nächste Bank. Ich muss meiner Mom schreiben. Ich habe heute Morgen einen Brief von ihr bekommen. Super! Weg! So. Na also. Schnell! So. Mistbomben sind streng verboten. Mr. Fish stinkt fürchterlich. Haha. Das ist wenigstens mal die Wahrheit. Endlich sagt Umbridge die Wahrheit. So. Runter. Was darf ich machen, wir in pflegemagischer Geschichte? Weg. So. Jetzt wohin? Ja? Hallo, Fußspuren. Danke. Hermine, geht mal aus dem Weg. Ron, du auch. Weg mit euch. Kusch, kusch, kusch. Ab ins Körbchen mit euch zwei. Sieh mal einer an. Was heißt hier, sieh mal einer an? Volo Futurus Unus. Oh, das hast du gut behalten. Gut, dann lass mich durch. Danke. Hier entlang. Ey, hier lang. Ja, passt. Hä? Ist der Ton abgekackt? Was ist los? Müsste hier nicht ein Lautsprecher sein? Ja, ist auch einer. Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Klar. Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Hier ist der Trank. Wir jetzt machen. Das stimmt, ich brauche uns nicht schon wieder reinziehen. Ja, komm. Haben wir es jetzt bald? Ich will hier weitermachen, verdammte Axt. Wingardium Leviosa! Danke für deine Hilfe, Harry. Kein Problem. So. Super! Weg einfach. Hogwarts? So. Mistbomben sind nicht lustig. Sie sind unsozial und verboten. Jeder Schüler, der nachsitzen muss, bekommt kostenlos eine Flasche Butterbier. Alter. Prima, wir sehen uns beim nächsten Lautsprecher. Aber beeil dich, es wird bestimmt jemand merken, dass die Lautsprecher kaputt sind. Gut, weiter geht's.
Ach so. 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 Und weiter geht's. So, wo lang? Hier lang also, okay. Dann schön weiter hier entlang. Okay, 94% haben wir hier mit. Entdeckt. Und dann hier durch. Und weiter. Okay. Ja. Durch mit hier. Ja, jetzt geht doch da durch, Alter. Übertreib jetzt nicht mit dem Scheiß. Ich bin heute so müde. So, Treppe. Mach mal hier eine Treppe. Danke. So. Wissensdurst. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Ernsthaft, ey, mir geht's nicht gut und ihr provoziert mich bis aufs Blut gerade wieder. Quatsch, Soße. Ja, schön für dich. Da drüben hängt ein Lautsprecher. Kannst du uns doch mal helfen? Ja, den Scheiß brauchen wir uns nicht schon wieder anhören, es langt. Hier ist der Trank. Ja, ist gut. Hör mal auf, mir da dran zu zoomen jetzt, ihr Penner. Meine Güte. Wingardium Leviosa! Danke für deine Hilfe, Harry. Gern geschehen. So. Nein. Einen schönen Tag wünsche ich. Super. Alles klar. Achso. Ja, geh doch ab jetzt. Möchte die Schüler daran erinnern, oh, hast du es jetzt mal? Nur innerhalb gewisser Grenzen zulässig ist. Ja. Jetzt aber. Meine Güte. Es sei daran erinnert, das Beschädigen von Schullautsprechern ist kein Vergehen. Sie weiß wohl, dass die Lautsprecher sabotiert wurden. Dann sollten wir uns schnellstens um den letzten kümmern. Ja, mach mal hin jetzt. So. So. Runter, Harry. Danke. So. Dann hier durch. Wissensdurst. Du darfst eintreten, Harry. Na. Okay. Wo lang? Hier. Noch eins runter, perfekt. Hier noch runter. Sogar der Minister sagt. Ah, okay, hier raus dann. Die Slytherins sind ja sowas von unreif. Ah, natürlich sind die unreif. Was habt ihr denn geglaubt? Habt ihr geglaubt, die. Danke für deine Hilfe, Harry. Hängt hier nicht noch irgendwo ein Lautsprecher? Ja, drüben. Kannst du uns doch mal. Ja. Ah, den Mist brauchen wir jetzt nochmal. Hier ist der. Leute, ihr verarscht mich doch gerade. So. Depulso! Nein, nicht Depulso, Alter. Du sollst mich grad. Alter, ich verstehe nicht, warum machst du immer die falschen Sprüche, Alter? Das hat. Genau das ist das, was ich so an dem Spiel hasse. Ernsthaft, das ist das, was ich so an dem Spiel hasse, einfach. Wenn ich den richtigen Zauber mache, dann wendet er gleich den falschen an. Wenn ich den anderen eingebe. Wie heißt den anderen Zauber, wo ich dafür brauche? Schnell! So. Liebe Kinder, wir werden alle gute Freunde werden.
glaube ich nicht. So, das war's. Danke, Harry. Ja, danke. Dafür werde ich sogar dein Verhalten letztes Jahr beim Weihnachtsball vergessen. Ah, das war. Danke. Bis später, Harry. Ja, bis später. Mann. So. Eulerei. Okay. Los geht's. Runter mit dir. So. Jetzt zur Eulerei. Los, Tür auf. So. Genau. Ach, da unten hoch. Ja, rüber, komm. Dann hier lang. Cool. Koteletts und Bratensoße. Der musste unbedingt raus. Ah, der musste raus, ja. Du mich gerade auch, Alter, musst raus. Ich komme auch gleich raus. So. Mhm. So. Und hier entlang. So. Und hier entlang erstmal. Nein, er ist es. Bau ab, du Zwerg. Das ist er. Und weiter geht's. Alles okay, Harry? Alles klar. Ja, komm. Auf geht's. Puh, endlich. Morgen werde ich die restlichen Parts aufnehmen. Ich nehme jetzt, das ist glaube ich mein letzter Part für heute. Und dann nehme ich morgen die restlichen auf. Nächsten auf. Ja, weg. Okay. Harry, Harry, hier drüben. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da. Alles gut, mein Freund. Okay. Soll ich dir helfen? Ja, natürlich soll die mir helfen. Was denn sonst? Hallo? Denkt ihr, ich mache hier alles alleine? Ja. Zauber doch, Alter! Bin ja das Stück, Alter, wirklich. Ich kann dir gerne helfen. Dann helf doch auch mal mit, ey. Aber was ist mit den Pferden? Hallo, Colin. Bist du okay? Nein, ich krieg die Zauber, die du uns gezeigt hast, einfach nicht richtig hin. Dabei würde ich dem Inquisitionskommando so gerne einen Denkzettel verpassen. Die schwärzen einfach alle bei Umbridge an, selbst wenn man gar nichts gemacht hat. Ja. Ich weiß, Colin, aber... Ich will so kämpfen wie du oder Ron oder Hermine. Fred und George meinten, ich könnte das. Sie haben mir diese Riesenriegel-Schokolade fürs Inquisitionskommando gegeben, aber ich komme nicht in die Eulerei, um sie abzuschicken. Ich helfe dir. Was? Wirklich? Ja. Aber warum wollen Fred und George, dass du dem Inquisitionskommando Schokolade schickst? Weil es keine echte Schokolade ist. In Wirklichkeit sind es extrem laute Heuler. Sobald das Inquisitionskommando sie öffnet, wird es von einer Welle Schimpfwörter überschüttet. Fred und George haben wirklich tolle Ideen. Wir müssen irgendwie hineinkommen. Ach, doch, das ist gut. Gut, aber jetzt... Du kannst nur überall diese Dinge. Wir helfen dir, Harry. Incendio! Ah, schon geholfen, super. Perfekt. Weg. So. So, jetzt hier rüber. Ja? Junge, geh doch da rüber, Alter. Na gut, dann geh ich nicht rüber, das ist mir sehr egal. So. Egal, scheiß drauf.
Ich wollte eigentlich an die Eule davon dran, aber... Glaubst du, dass beim Fallen dein ganzes Leben an dir vorüberzieht? Dein Leben ist ja so aufregend, Terry. Stell dir ihre Gesichter vor, wenn sie die Heuler kriegen. Ja. Gut so, Harry. Kletter hinein. Sag Bescheid, wenn du wieder am Boden bist. Okay. Bist du da? Ja. Okay, Colin. Wow, geschafft. Die beste Kletterpartie, die ich je gesehen habe. Danke. Jetzt reich mir die Kisten, bevor Umbridge uns noch erwischt. Okay. Mach jetzt. Wingardium Leviosa. Schon? Wow. Unterwegs. Hast du sie? Ja. Ja, danke. Und Fred und George müssen die Kisten in die leeren Eulenlöcher. Ja. Im Erdgeschoss sind ein paar Löcher. Ein paar sind auch oben und im Dach. Hast du es jetzt bald? Depulso! Nein. Genau das meine ich, das hasse ich, wenn er dann gleich den scheiß Impulsor macht. Ich brauche noch eine. Super, Wingardium Leviosa. Danke. Ja. Die Löcher im Erdgeschoss sind alle voll. Ich wusste, dass du es schaffst, aber oben gibt's auch noch Löcher. Wingardium Leviosa. Nein! Oh, Alter, geh doch da rüber! Danke. Ja. Ich brauch noch eine Kiste, Colin. Okay, Wingardium Leviosa. Langsam, ich raste aus. Ernsthaft, Alter. Danke. Wingardium Leviosa! Ich war doch gerade über dem Scheißding hier. Jetzt. Ich brauch noch eine Kiste, Colin. Okay, Wingardium Leviosa. Für wo? Ach, da hinten. Alles klar. So, rein damit. Okay, gib mir die letzte Kiste. Echt toll, Harry. Wingardium Leviosa. Hä? So, ja, schön. Ich brauch noch eine. Okay, Wingardium Leviosa. Ich raste jetzt gleich aus, wirklich. Wingardium Leviosa. Okay, Wingardium Leviosa. Nicht euer Kap, ehrlich, warum ist das von der Richtung? Das ist mir jetzt gerade egal. Jetzt. So. Gut, dann wende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, aber erst morgen. Geschafft! Ich komme jetzt raus! Super, Harry! Das wird dem Inquisitionskommando eine Lehre sein. Nee. Warte. Harry, da kommt Filch. Schnell zum Fenster.